Wir sehen gerade unseren ersten Koala. In freier Wildbahn. Einen wunderschönen guten Morgen am 5. März 2020. Wir sind gerade vorm Terminal von SeaLink, um gleich mit der Fähre rüber nach Kangaroo Island zu fahren. Wir checken jetzt ein, lassen unseren Camper hier stehen, bekommen dort ein Mietauto, weil wir zu spät waren mit dem Buchen. Bedeutet eine Nacht im Mietauto, sehr bequem. Es ist ein bisschen windig, wird wahrscheinlich ein bisschen schaukelig, aber es sind nur 45 Minuten Überfahrt. Mal schauen, bis gleich. Angekommen auf Kangaroo Island. Wir sind jetzt anderthalb Tage hier. Es wurde uns versprochen, dass das nicht genug sei. Jetzt wurde uns hier gerade gesagt, dass die Hälfte der Insel noch wegen der Bushfires geschlossen ist. Also der wichtige Nationalpark plus zwei Highlight-Spots, die wir auf jeden Fall sehen wollten. Jetzt haben wir umso mehr Zeit für den Rest der Insel. So let me tell you, first of all, you have a fly on your head. Und haben jetzt hier so einen kleinen Kia. Der ist gut. So einen Mietwagen, der ist nicht so schlecht. Legen wir mal los, gucken wir mal. Erstmal Delfine gucken. Erster richtiger Aussichtspunkt, die Pelican Lagoon. Und das ist geil. Ja. Angekommen in King's Cove am Hafen. Eine Robbe im Wasser. Pelikane da und hier über uns an der Lampe. Mega cool. Ja. Also hier am Hafen sollten wir auf jeden Fall einen Stopp einlegen. Seht ihr ihn da oben auf der Lampe? Da chillt er. Kann man auch ganz dicht dran gehen. Voll cool, voll niedlich. Ja, 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 ja. Wir sehen gerade unseren ersten Koala. In freier Wildbahn. Hallo. Hallo. Ja, wir haben unseren ersten Koala gesehen, mitten im Nirgendwo, aus Versehen den falschen Weg gefahren, durchs Nirvana da, weil ich das falsche ins Navi eingegeben hatte. Ein Glück. Solche Zufälle soll es geben, haben wir den Koala entdeckt. Melissa beim Fahren. Erstmal Kängurus und ja. Dann den Koala. Also wahnsinnig geil. Der war so süß. Hat uns die ganze Zeit beobachtet, alles in Ruhe. Saß da so eingeklemmt in seinem Baumstamm. Hammer. Cool, und jetzt sind wir in Emu Bay.
Letzter Strand auf der Nordseite hier, Stokes Bay. Da muss man hier so ein bisschen über so ein paar Felsen klettern, um zum Strand zu kommen. Und das machen wir jetzt. Hier sieht man dann die traurigen Auswirkungen der Buschbrände. Einfach alles schwarz-braun. Aber andererseits, es gibt immer wieder kleinere Pflanzen, die schon wieder ausgrünen. Das geht hier anscheinend super, super schnell. Trotzdem ist es ziemlich krass, hier wirklich durchzufahren und das wirklich so hautnah zu erleben und nochmal zu sehen, wie krass es hier gebrannt haben muss. So, wie gesagt, heute Nacht pennen wir im Auto. Wir sind jetzt hier irgendwo im Nirgendwo, haben uns hier im Busch niedergelassen und bauen jetzt das hier Ganze im Kofferraum quasi unser Bett auf. Versuchen das ein bisschen bequem zu machen und dann melde ich mich gleich nochmal. Ja, was sagt ihr? Schaut das gemütlicher aus oder gemütlich? Also, wir versuchen gleich zu schlafen. Wir sagen gute Nacht für heute. Morgen noch ein weiterer halber Tag auf Kangaroo Island. Und dann geht's weiter. Gute Nacht. Gute Nacht.